Hättest du mich vor einer Woche gefragt, da war ich war mir so sicher, und es kann doch nicht sein, dass es sich alles grundsätzlich über den Preis regelt. Ja, Fahrzeugklasse L6, L7, Fahrzeugklasse M. Ich finde, da sieht doch keiner mehr so richtig durch. Auf der einen Seite wird dir das Geld hinterhergeworfen. Ich möchte ja so ein kleines Fahrzeug haben, aber wenn es Förderung da, keine Förderung hier. Ja, stimmt schon, die Sicherheit spielt auch eine Rolle. Ey, ich sehe da einfach nicht mehr durch. Das ist echt zum Verrücktwerden, ne? Aber erstmal eins nach dem anderen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wer mich kennt und wer meinen Kanal schon länger verfolgt, der weiß, dass ich gerade diese Kleinst-Elektromobile, gerade der Klasse L6e und L7e, über alles mag. Bei der L6e-Variante handelt es sich um vierrädrige Fahrzeuge, die bis zu 45 km/h schnell sein können. Bei der L7e haben wir bis zu 15 kW Leistung und schaffen so um die 80 bis 100 km/h. Ich verlieb mich auch mal sehr, sehr schnell und aktuell hat mein Herz gewonnen der Silence S04. Ein wunderbares Fahrzeug bis 90 km/h Höchstgeschwindigkeit, zwei Plätze, kleiner Kofferraum. Was braucht man mehr? Das Besondere an diesem Fahrzeug ist im Grunde, dass ich die Akkus rausnehmen kann, um sie dann zum Beispiel in der Wohnung aufzuladen. Ich habe ja als Laternenparker immer das Problem, dass ich mit meinen Kleinstfahrzeugen immer 3 bis 4 Stunden locker mal so eine Ladesäule blockieren kann. Und das kann ich mit dem System auf jeden Fall komplett umgehen. Ein recht neuer, aber schon viel bekannter Vertreter der L6-Klasse ist der Opel Rocks-e. Den finde ich auch ziemlich cool und hier geht's los ab knapp 8.000 Euro. Der Twizy, den es im Grunde schon seit 2012 gibt, unglaublich, gibt es immer noch fast unverändert für knapp 11.500 Euro. Wer die Variante haben möchte, die über 45 schafft, kann auch gerne mal über 13.200 Euro auf den Tisch legen. Ich glaube, da habe ich auch mal über den Nachfolger mal ein Video gemacht, verlinke ich euch gerne mal oben rechts. Natürlich gibt es auch Anbieter aus China, hier sprechen wir von dem Jiazhuang City Spirit, den ich euch auch schon mal vorgestellt habe. In Deutschland ist er erhältlich, zum Beispiel als Zella Basic, da geht es dann los mit Bleibatterien bei knapp 10.000 Euro. Zwei Personen finden daran Platz, wir haben einen Kofferraum hinten dran. Und das Schöne bei dem Modell, man kann wunderbar nebeneinander sitzen. Als L7e-Variante mit Lithium-Akku liegen wir dann schon bei knapp 15.000 Euro. Und wer denkt, dass das Ende der Fahnenstange ist, der kennt den Silence S04 noch nicht. Den gibt es im Grunde auch schon als L7e-Variante am Anfang mit 85 km Höchstgeschwindigkeit, mit zwei Akkus a 5,6 Kilowattstunden und das Ganze dann ab 15.643 Euro. Verhalte dich ruhig, Katze. Wenn ich jetzt sage, ich hätte gern den Komfort eines fast normalen Autos, dann kann ich auch 18.427 Euro für den Silence ausgeben. Hab dann Komfort, Kunstledersitze und eine Klimaanlage mit bei. Und wie gesagt, die herausragendste Eigenschaft bei dem Silence S04 ist, dass wir tatsächlich die Akkus entnehmen können. Das heißt, ich muss jetzt nicht die Ladesäule stundenlang blockieren und ich kann den Akku zu Hause laden und habe da meistens auch noch einen günstigeren Strompreis als an der Ladesäule. Boah, diese Katze macht mich fertig. Rein, raus, hin und her. Die von mir genannten Fahrzeuge sind natürlich nur eine kleine Auswahl von dem, was es da in dem Bereich sonst noch so gibt. Was sie alle vereint, ist im Grunde, dass sie sehr ressourcensparend sind. Sie sind meistens relativ leicht, also Bewegung zwischen 400 und 600 Kilogramm. Wir haben zwei Sitzplätze und somit im Grunde das ideale Fahrzeug für die Stadt, wenn ich jetzt allein unterwegs bin oder wenn ich jetzt mein Kind zum Sport bringe oder von der Schule abholen möchte. Und mir ist natürlich auch bewusst, ihr weist mich relativ häufig darauf hin, dass diese Fahrzeugklasse nochmal anders als richtige Autos im Grunde bestimmte Sicherheitsaspekte nicht drin haben müssen. Sie müssen bestimmte Tests nicht machen und dadurch werden die Fahrzeuge auch meistens etwas günstiger. Im Grunde sind es also keine Autos, sondern eigentlich Quads. Das ist der Grund, warum ich jetzt gerade gedanklich so stark ins Schleudern komme. Hättet ihr mich letzte Woche gefragt, wie es mit dem Silence S04 aussieht, hätte ich euch sagen können, ich will ihn haben, ich will ihn bestellen, ich will ihn so schnell wie möglich. Wer sich mit Elektromobilität beschäftigt, der hat auf jeden Fall schon mal was von der BAFA-Prämie gehört. Das ist im Grunde eine Zahlung vom Staat, die im Grunde das ganze Thema Elektromobilität so ein bisschen finanziell nach vorne bringen soll. Letztes Jahr gab es 6.000 Euro vom Staat. Dieses Jahr sind es immerhin noch 4.500. Oh, jetzt schlachtet das Vieh. Komm her, Katze. Du spinnst doch wohl. Ey, entweder kommt das Müllfahrzeug oder die Bohren oder die Katze. Ich. Oh. So, war ich jetzt stehen geblieben? Ach ja, bei der BAFA-Prämie.
Grundsätzlich habe ich natürlich nichts gegen die BAFA-Prämie. Wir haben ja auch letztes Jahr uns den MG5 geholt. Das ist eine super Entlastung und hat uns nochmal mehr in Richtung Elektromobilität gebracht. Allerdings finde ich es wirklich sehr, sehr schade und habe das schon öfter kritisiert, dass gerade diese kleinen Fahrzeuge, also L6e, L7e, überhaupt nicht gefördert werden. Gut, Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt sicherlich die eine oder andere Stadt, die im Grunde so ein Fahrzeug mit 100, 200, 300 Euro bezuschusst. Ähnlich sehe ich das Thema zum Beispiel bei der Bezuschussung von Lastenrädern, wo es einen Zuschuss für Gewerbetreibenden gab und die Mama mit ihrem Kind oder der Papa ging dabei komplett leer aus. Willkommen bei Elaris. Ihr ahnt bestimmt schon, wo die Reise hingeht. Es gibt elektrische, komplett ausgestattete Fahrzeuge, die sich tatsächlich als Auto beschimpfen, also Klasse M, mit der Förderung, die deutlich unter dem Preis von einem komplett ausgestatteten S04 sind. Und selbst jemand wie ich, der diese Fahrzeugklasse L6e, L7e so gerne mag, muss natürlich auch auf den Preis schauen. Und wenn ich günstiger bin und komplett ausgestattet noch deutlich komfortabler unterwegs bin, dann werde ich sehr wahrscheinlich nicht lange überlegen und auch nicht sehr lange am Silence S04 festhalten. Elaris kommt aus China und haben aktuell 4 Fahrzeuge auf dem Markt. Das ist einmal ein SUV, der Beo, dann gibt es den Karo, ein Transporter mit großer Klappe, den Pio, davon haben viele von euch schon mal sicherlich gehört. Zwischendurch ging das auch mal durch die Marke Sea-Doo nach Deutschland. Aktuell läuft da unter Elaris. Im Grunde haben wir hier schon alles mit drin, also elektrische Fensterheber, Heizung, Klimaanlage, Ladekabel, allem drum und dran. Wir haben 255 Kilometer Reichweite. Ich gehe mal von real so um die 180 bis 200 aus, was für so ein Stadtauto völlig ausreicht. Hier geben sie an, 31 Kilometer können in der Stunde nachgeladen werden. Wir haben eine Touchscreen, Keyless Start und eine Klimaanlage. 13 Zoll Leichtmetallfelgen, LED, Tagfahrlicht, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Getränkehalter, Sonnenblende, ABS, Park Distance Control hinten und eine Rückfahrkamera. Mit 865 Kilogramm ist das Fahrzeug natürlich deutlich schwerer als die kleineren Klassen. Dafür haben wir aber auch hier eine 102 km/h, eine ziemlich ordentliche Höchstgeschwindigkeit. Bei einer Akkugröße von 27 Kilowattstunden haben wir hier einen Verbrauch von etwa 15 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Der Pio lädt über Schuko oder über Typ 2 in 0-100% in etwa 8 Stunden und hat dabei eine Ladeleistung von 3,3 kW. Dann schauen wir uns jetzt mal den Preis an. Im Gewerbeleasing gibt es ihn schon ab 29 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Im privaten Bereich kann man ihn ab knapp 78 Euro leasen. Ich klicke jetzt einfach mal auf den Kaufen-Button. Und hier sehen wir, dass er schon für 13.830 Euro inklusive Mehrwertsteuer zu bekommen ist. Hier ist jetzt die Umweltprämie mit 4.500 Euro schon abgezogen. Wahnsinn, oder? Mein ganz persönlicher Favorit ist aktuell der Dio oder Dio, je nachdem, wie man ihn aussprechen möchte. Einfach smart, hihi, steht da. Also er spricht natürlich genau auf die Zielgruppe an, den Smartfahrer. Also auch hier mit Platz für 2 Personen und ordentlich Kofferraum. Im Gegensatz zum Pio kommen wir hier 265 Kilometer weit, haben einen Durchschnittsverbrauch von etwa 11,9 Kilowattstunden, eine Höchstgeschwindigkeit von 110 km/h bei knapp einer Tonne Leergewicht. Neben dem ganzen Chichi wie Klimaanlage und Fensterheber haben wir hier ein riesen Sicherheitsangebot, eine Diebstahlwarnanlage, elektronische Parkbremse, eine Servolenkung ist hier mit bei, Fahrer, Beifahrer-Airbag, Reifendrucküberwachung, Rückfahrkamera, ABS inklusive Bremsassistent, Scheibenbremser vorne und hinten und wir haben eine hochfeste Käfigkarosseriestruktur. Das ist das, was ich zwischendurch schon mal meinte. Das ist das, was im Grunde diese ganzen Quad-Geschichten, also L7e, L6e, im Grunde fast nie drin haben. Bis vielleicht auch mal eine Rückfahrkamera, aber ansonsten diese ganzen Sicherheitsfeatures haben diese Fahrzeuge alle definitiv nicht drin. Ja gut, ihr habt recht, der Twizy hat einen Fahrer-Airbag. Was ich absolut Hammer finde an diesem Fahrzeug, ist eine Batteriekapazität von 31,8 Kilowattstunden. Das heißt also nichts im Verhältnis zu den 4 bis 6 Kilowattstunden von diesen kleinen Fahrzeugen. Wir haben eine DC-Ladeleistung von 20 kW. Das heißt also, man kriegt den Akku von 30% auf 80% in 45 Minuten gefüllt. Ansonsten mit 3,3 an Typ 2 finde ich, ist es auch relativ fix aufgeladen. Und vor allem ist es nicht so wie beim Twizy, wo ich alle 50, 60, 70 Kilometer an die Ladesäule muss, sondern ich habe hier natürlich eine deutlich größere Reichweite, wo ich dann einfach weniger an die Ladesäule muss. Und jetzt schauen wir uns natürlich auch hier mal den Preis an.
Ich gehe gleich mal auf Privat und Kaufen. Und ihr seht Elaris Dio, Duo, wie auch immer hier ausgesprochen wird. Mit den genannten Features, mit dieser riesengroßen Batterie für ein Kleinfahrzeug, liegen wir bei 16.830 Euro. Also im Grunde 2.000 Euro unter dem Silence S04 in der bestausgestatteten Variante. Aber wo bekomme ich den denn jetzt? Hier seht ihr schon Euromaster GmbH als Händler eingetragen. Ich war gerade heute mal in der Filiale in der Siegfriedstraße. Dort stand auch ein Pio und auch ein Beo. Den konnte ich mir von außen mal ansehen. Allerdings, wie es auch schon vermutet, war es so, dass die Leute da sich mehr oder weniger überrumpelt gefühlt haben. Das heißt, man hat denen dort die Fahrzeuge hingeknallt und der Rest läuft im Grunde trotzdem noch über die Homepage von Elaris. Das heißt also, ich kann jetzt hier eine Probefahrt buchen, ich kann mir das Fahrzeug konfigurieren und ich kann das alles so weit abschicken, dass es dann dort in der Filiale angeliefert wird und ich ihn dann dort abholen kann. Und jetzt versteht ihr auch mein Dilemma. Ich möchte gerne ein kleines, umweltfreundliches, leichtes und ressourcenschonendes Fahrzeug fahren. Also eins der Klasse L6E, L7E. Durch diese Förderung wird das Ganze so dermaßen verzerrt, dass es finanziell für mich persönlich nicht wirklich einen Grund gibt, nicht den Elaris zu nehmen. Das soll es auch schon mit diesem Video gewesen sein. Ich wollte euch mal einfach meine Gedanken mitteilen. Wenn ihr Lust und Laune habt, dann begleitet mich doch gerne auf dieser Reise. Ich werde auf jeden Fall in 2-3 Wochen das Fahrzeug mal Probe fahren. Werde mal Kontakt aufnehmen mit Elaris, ob man da noch ein bisschen was rausholen kann an Videos oder beziehungsweise an Zeit, dass ich das Fahrzeug mal ein bisschen länger probieren kann. Und dann werdet ihr sicherlich Zeuge meiner Entscheidung gegen oder für den Silence S04. An dieser Stelle vielen Dank fürs Reinschalten, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.